Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde, ein herzlich willkommen zum VfR-TV, zum letzten Spieltag. Unser VfR Garching empfing die Sportfreunde aus Raisting. Letztes Jahr um diese Zeit hieß es noch, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bayernliga. Und so viel kann ich vorwegnehmen, wir schreiben Geschichte. Aber bevor wir jetzt auf die Pressekonferenz und auf das Spiel genauer eingehen, möchten wir natürlich uns bei einigen Spielern bedanken und gleichzeitig auch verabschieden. Da gebe ich das Wort an unsere Stadionsprecher. Natürlich jetzt auch Spieler verabschieden, die uns leider verlassen müssen. Wir fangen an mit Malamura David. David kommt kurz vor. David war ein Jahr bei uns, hat 4 Einsätze gehabt, ein Tor geschossen. Oder 10 Einsätze gehabt, ein Tor geschossen. Leider uns, verlässt er uns und geht zurück nach Kanada. Der nächste, der uns leider verlässt, ist Jens Völting. Kommst auch bitte vor zu uns. Der hat ein Jahr bei uns gespielt. Und 4 Einsätze. Vielen Dank dafür, Jens. So, dann haben wir Bertolt Nico. Spielt jetzt 2 Jahre bei uns. 44 Einsätze, ein Tor. Lieber Nico, vielen Dank für die 2 Jahre. Du bist ein super Typ. Dankeschön. Der geht leider beruflich in seine Heimat. Mit seiner Freundin, ich glaube, Hausbau oder was weiß ich noch alles. Als nächsten möchte ich unsere Nummer 3 zu uns bitten, der Philipp Könighoff. Der war 3 Jahre beim VfR, mit Unterbrechungen natürlich, aber trotzdem vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum Spieler, unsere Nummer 8. Und da ist natürlich ein bisschen Wehmut dabei, Florian De Prato. Florian hat 3 Jahre für uns gespielt, hat 81 Einsätze, 15 Tore erzielt. Ich glaube, wir verlieren einen der besten Spieler, die der VfR Garching jemals gehabt hat. Lieber Florian, vielen Dank für deine Zeit bei uns. Du bist der super Typ. Vielen, vielen Dank für alles. So, nun Wolfi Kleindienst, bitte komm zu uns. Wolfi war 5 Jahre bei uns und hatte 150 Einsätze. Vielen Dank. So, und gut, am Schluss. Unser Urgestein, Benny Niebauer, seit der F-Jugend bei uns, mit 18 Jahren in die erste Mannschaft gekommen, spielt jetzt 12 Jahre lang in der ersten Mannschaft, hat über 300 Spiele für den VfR gemacht, er war 7 Jahre lang unser Spielführer, jetzt wird er Vater, er geht in die zweite und wird die zweite verstärken. Benny, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. So, liebe Zuschauer, wir erwarten das Spiel. Wir wollen ein faires Spiel und ein interessantes Spiel. Viel Spaß an die Zuschauer, an die Spieler und auf geht's. Das ist eine andere Sache. Ja. Thank you.
60 Minuten spielt, sind wir glücklich. Das ist jetzt offiziell. Der Kapitän Dennis Niebauer bekam den Ball am Mittelkreis, spielte einen schönen Pass auf Stefan Brunic, gleichzeitig lief er in den 16er rein, wo Brunic ihn sieht. Tor für den VfR Garching. In der 20. Minute bringt unser Kapitän Dennis Niebauer uns in Führung und stellt die Weichen auf direkten Aufstieg in die Bayernliga. Durch Florian De Brator. Doch die Reißlinger Abwehrspieler konnten einigermaßen klären, bis Stefan Brunic am Ball kam und ihn wieder rausspielte zu Florian De Brator. Der schraubt sich hoch und 2:0 für den VfR. 2:0. In der 41. Minute köpfte Daniel Steinacher, unser Abwehrchef, das 2:0. Dieses Tor widmete Daniel Steinacher seinen besten Freund und lief auch gleich zu ihm. Währenddessen die Mannschaft natürlich wusste, mit diesem 2:0, die Weichen sind immer besser gestellt für den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Halbzeit im Garchener Seestadion, 2:0 führt der VfR Garching. Ich muss sagen, die Jungs haben mal wieder schön auf dem Fußball gespielt und ich glaube, heute haben wir auch wieder einige Fans dazu gewonnen. Schauen wir mal in die zweite Halbzeit hinein. Komm, Flo. Thank you.
Auf das Gegentor antwortete der VfR in Person von Georg Ball mit einem Hammer-Linksschuss. 3:1, 70. Spielminute. Was für ein Tor mit links ins rechte Eck. Keine Chance für den Torwart. 3:1 führte der VfR Garching. Und dann haben sie alle abgekommen. Dann waren die unten. Mike Niebau hatte etwas Platz auf der rechten Seite. Trotz zwei Abwehrspieler ging er zur Grundlinie runter. Schöne Flanke. Stefan Brunic, 4:1. Das gibt's ja gar nicht. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. 79. Minute. Schöne Flanke von Mike Niebauer auf Stefan Brunic. Der muss nur noch einköpfen, tut dieses 4:1. Und somit sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, denn ich glaube, Reißen kommt nicht mehr ran. In der 80. Minute steht das Stadion komplett auf und bedankt sich bei unserer Nummer 8, Florian Fußballgott de Brato. Wir vom VfR TV sagen natürlich auch recht herzlichen Dank für die schöne Zeit und hoffen natürlich, wir sehen dich in der nächsten Saison auch ein, zwei Mal Zuschauer bei uns und alles Gute für dich und deine Familie. Für ihn kommt Benjamin Treue Seele Niebauer. Auch bei Benjamin Niebauer möchten wir uns natürlich recht herzlich bedanken für die schöne Zeit und für den schönen Einsatz und werden ihn natürlich in der zweiten Mannschaft herzlich begrüßen. Nur noch wenige Minuten bis zum Abpfiff. Die Mannschaft machte sich schon mal bereit, organisierte schon mal das obligatorische Bier. Sie standen alle auf, haben sich aufgereiht. Es war gleich soweit. Bayernliga, auf Wiedersehen. Regionalliga, herzlich willkommen. Wer haben wir denn noch? Mein Fazit vom Spiel. Ich glaube, ich brauche nicht viel sagen. Die Bilder haben sie selber gesehen. 4:1 ging es aus. Mir bleibt nur eins zu sagen, wir schalten schnell in die Pressekonferenz und lassen. Wir wollen jetzt natürlich komplett feiern. Und aber wie es bei uns üblich ist, bekommt natürlich der Gast das erste Wort. Herr Färber, ihr habt ja selber eine für euch super Saison gespielt, seid ihr mit uns aufgestiegen und sind eure Wünsche alle in Erfüllung gegangen? Ja, auf alle Fälle, aber zunächst einmal möchte ich dem VfR Garching und der ganzen Mannschaft zum Aufstieg gratulieren. Ich wünsche euch viel Glück in der Regionalliga Bayern und ärgert die Großkopfer im Garching ein bisschen. Ich denke, ihr habt das Potenzial dazu. Okay, zum heutigen Spiel. Ich denke, wir waren ja da ein angenehmer Gast. Wir haben es ja schon probiert, uns ein bisschen zu wehren und ein bisschen dagegen zu halten. Aber es ist ganz klar, bei uns ist nichts gegangen. Wir haben die Woche auch schon reduziert trainiert. Viele angeschlagene Spieler. Wir sind jetzt ganz froh, dass die Saison vorbei ist, ohne Verlängerung. Also insofern war mir eigentlich schon klar, wie das Spiel ausgeht. Ich glaube, Pippin Sil ist auch zufrieden, dass sie in der Relegation dürfen. So war es doch ein schöner Tag für alle und ich wünsche euch allen noch eine geile Party und dann auf eine gute neue Saison. Dankeschön, Herr Färber. Martin Färber
der Gast heute. Wir haben alles probiert und ich glaube, Daniel war heute zu stark. So, Daniel Lieber, Erfolgscoach, was will man sagen? Die letzten Jahre immer wieder, wir sind immer wieder in die Relegation gegangen und vorher haben wir es ohne Relegation gemacht. Wir sind ja alle froh darüber. Sicherlich unser Finanzchef, der wollte Relegation spielen, aber wir wollen es natürlich nicht. Daniel, Glückwunsch zum heutigen 4:1, damit der Aufstieg. Und ich glaube, wir kennen nur in Superlativ wie alle hier Redner. Was sagst du zum Spiel und natürlich für die ganze Saison? Aber nur eins sagen, es ist die geilste Mannschaft, die man trainieren kann. Ich hoffe, das sehen alle, was hier möglich ist, was die Jungs seit 8 Jahren unter meiner Regie hier abreißen. Ich kann die Super League-Platte nie toppen. Ich weiß überhaupt manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ein Ding loswerden, und das ist die Unterstützung, die ich hier habe. Also ich habe emotional so was man nie erlebt. Und mit Franz, mit Uwe, mit Günther und vor allen Dingen auch mit dem Kapitän, mit Dennis und mit Benny. Mich verbindet so viel hier. Und das in dem, vor allen Dingen in dem Jahr, wo wo es mir so nass unten reingelaufen ist mit der Geburt meines Sohnes, wo so viel schief gegangen ist. Und die ganzen Jahre vorgefunden habe, egal ob das die Mannschaft ist, ob das vor allen Dingen der Eddie und der Pierre ist, die das im Winter für mich mega durchgezogen haben, obwohl ich vor nicht fast 5 Wochen nicht da war. Der Verein komplett hinter einem steht und mich machen lässt jedes Jahr. Ich bin hier mega happy. Ich brauche zurzeit nicht mehr. Tut mir einen Gefallen. Reiß Garching ab, feiert's nieder. Das ist das Größte, was wir hier jemals erreichen können, und wir haben es gepackt. Ich bin mega, mega, mega stolz auf euch alle. Was ihr geleistet hast in den letzten 8 Jahren, es ist alles auch, ich muss wirklich immer wieder sagen, superlativ, was hier abläuft. Wir haben ein mega, mega geiles Event-Team. Wir haben viele Leute, die wollen VfR unterstützen, und sicherlich ist der eine oder andere, der wo sagt, was wollt ihr? Aber ich glaube, hier beim VfR, ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren so viel erreicht, und ich glaube, der Hauptding ist Daniel Lieber, ganz klar. Daniel, Aussichten, Regionalliga Bayern, wie schaut's aus? Geil. Ein Wort so gern. Wenn ich sage 3, dann sieht's geil aus. Nein, ich kann allen nur sagen, ich hoffe, dass ihr so zahlreich wie heute hergekommen seid, nächstes Jahr auch herkommt. Ihr habt vorletzte Woche hier an der Stelle gesagt, gegen Sonthofen, wir werden keine Fünferkette spielen, wir werden uns nicht verstecken. Ihr habt gestern in der Presse gesagt, die Regionalliga, obwohl sie schon das Maul zerreißt, ob wir konkurrenzfähig sind. Also ich glaube, die kennen mich noch nicht und die kennen meinen Ehrgeiz noch nicht. Also, ich kann nur versprechen, wir werden das alles dafür tun, dass wir auch die Liga halten. Und da muss man wirklich mal von halten sprechen. Aber ich glaube, das wäre genauso ein großer Erfolg wie jetzt. Und das Team steht zusammen. Mir tut es total weh, gerade so Abgänge wie Flo, wie Wolfi, Philipp. Aber es geht manchmal ja anders beruflich und oder gesundheitlich, und dementsprechend werden wir das so auffüllen, dass die Mannschaft wirklich zu 100% gesund ist. Das ist das, was ich seit 8 Jahren versuche, dass alle auf eine positive Art und Weise miteinander umgehen, egal ob Konkurrenz da ist oder Erfolgsdruck oder sonstiges. Und über das Potenzial werden wir wieder kommen.
Und ich glaube, dann bringe ich den Neuen nochmal so ein bisschen was bei. Und dann machen wir die Liga auch selbst. Ja, danke, Daniel. Bevor jetzt dann unser Abteilungsleiter vom Gesamtverein Uwe Tigern ein paar Worte spricht, noch eine kurze Info für die Zuschauer. Ihr habt es ja heute gesehen, wir haben etliche Spieler heute verabschieden müssen. Aber ich kann euch versichern, diese Spieler gehen nicht zum anderen Verein, sondern hier ist es wirklich so, dass sie berufsbedingt, familiär oder sonstiges, aber nicht zum anderen Verein gehen. Also im VfR verlässt einfach nicht einer, dass er zum anderen Verein geht, weil das ist der geilste Verein der Welt. Jetzt gebe ich das Wort an unseren Uwe Tigern, der not your pool ist. Uwe, dein Wort. Also ich sage jetzt gar nicht viel. Man muss sich das bloß einmal vorstellen. Gut, nein, jetzt schön. Ja, Deutschland ist Nummer 2 in der Weltrangliste, also das ist schon nicht schlecht. Dann gibt es den Profisport. Und dann gibt es 19 Vereine plus Bayern Amateure, die Löwen. Ja. Und da gibt es da noch Heimstetten. Das sind 22, 23 Vereine, da gehören wir in Bayern dazu. Wir sind bei den Top-Vereinen jetzt in Bayern. Da muss ich mal sagen, also das hätte ich am Daniel gar nicht zugehört. Nein, ich muss mal sagen, also ein Riesendank an unseren Trainer mit seinem geilen Team. An alle, ich sage jetzt weiter keinen Namen, weil da würde ich an jeden beleidigen, wenn ich da Namen nennen würde. Das ganze Team, jeder weiß, wer sich angesprochen fühlt. Und es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was natürlich für mich mit die schönste Nachricht war, heute mit der schlimmsten Nachricht verbunden, unser Sternchen, unser Traumfußballer, der Flo, muss leider aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Aber er hat gesagt, er ist bei jedem Heimspiel mit dem Trikot dabei. Und das zeigt, was der VfR Garching ist. Wirklich der geilste Verein im Landkreis München. Danke an euch und jetzt feiern wir miteinander. Jetzt sprengen wir das Stadion. Herr Grumann, als Bürgermeister, dass er noch ein paar Worte an den VfR Garching bzw. an unsere Mannschaft richtet. Dankeschön. Es ist selbstverständlich, also Jungs, ihr macht's mir Angst. Jetzt haben wir gerade 75.000 Euro genehmigt für die Erweiterung hier vom Stadion. Wenn der Durchmarsch jetzt nächstes Jahr wieder funktioniert, was kommt da auf die Stadt zu? Ha? Wisst ihr schon? Na also, es freut mich natürlich wahnsinnig und ich finde es auch toll, dass der Daniel jetzt gerade vorhin so Emotionen gesorgt hat, weil es hat einfach uns allen gezeigt, was für ein Herzblut in dieser Liga steckt, ja? Und das ist auch dein Verdienst, ist wirklich. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Engagement hier. Liebe Spieler, seid es PS, aber ich hebe euch jetzt mal unseren Trainer heraus. Er hat wirklich mit ganz persönlichem Einsatz, ja, und die Familie ist ein wichtiger Background, den man braucht, wenn man sich engagiert öffentlich. Den hat er da voll eingebracht und deswegen verdient er das volle Lob von uns allen. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die spannenden Spiele in der nächsten Saison und auf den Durchmarsch. Und jetzt mache ich noch eine ganz spontane Entscheidung. Jetzt gibt es nicht bloß Ohrfassel, sondern Freibier, so fünf Bier da ist. Ja, pfiat euch! So, der Daniel hat auch sein Aufsteiger-T-Shirt. So, liebe Faith, das war's von der heutigen Pressekonferenz. Aber bevor ich jetzt zumache, möchte ich unseren Abteilungsleiter Fußball, an Hölzelbrand, der ja mit auch hauptsächlich beteiligt ist, dass wir überhaupt hier den Aufschwung mit VfR Garching haben. Er ist ja auch beruflich immer bedingt, unter der Woche überhaupt nicht da. Und ich weiß nicht, was er da in Ulm immer macht, aber ich glaube, der wird 4 Stunden oder noch länger immer vor seinem Computer sitzen, mit Spielern reden und mit Trainer reden und was weiß ich alles. Und wir müssen ja auch die neue Saison planen und wir haben für die Abgänge schon hoffnungsvolle Talente in Aussicht. Aber Franz, sag nur ein paar Worte dazu, zu dem größten Erfolg, was der VfR Garching heute geschafft hat. Ja, Worte sind nicht schon viel genug gesprochen. Was will man noch mehr sagen?
die Arbeit, die man macht und alle anderen, die es im Hintergrund machen, die bezahlt sich irgendwann. Es braucht Geduld und Ausdauer. Wann mache ich das? Am Abend, weil wenn man älter ist, braucht man nicht mehr so viel Schlaf, dann macht man halt das abends oder nachts. Aber ich möchte allen danken und einfach, nein, ich sag jetzt nicht mehr, lasst uns feiern, lasst uns es genießen, ab jetzt genießen wir nur noch und schauen wir, dass wir alle gesund bleiben und nächstes Jahr tolle Spiele wiedersehen. Danke. So, danke Franz. So, und jetzt eine offizielle Pressekonferenz vorbei. Jetzt können wir feiern, oder? Ich wünsche den FC 30 für die neue Saison viel Glück und allen sportlichen Erfolg. Und wir gratulieren unserer ersten Mannschaft zum Aufstieg in die Regionalliga! Komm her! Enzi! Überragend! Jawohl! Jawohl! Wir vom VfR TV gratulieren unserer ersten Mannschaft natürlich zum Aufstieg in die Regionalliga und möchten uns recht herzlich auf diesem Wege bei allen bedanken und wünschen allen eine schöne Sommerpause und hoffen natürlich, dass sie in der Regionalliga wieder fleißig den VfR TV einschalten. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.